Ich heiße euch herzlich willkommen in einer neuen Folge von The Witcher 3. Wir stehen hier mit Eredin und werden jetzt mit ihm in eine Reise aufbrechen? Jawohl. Auf geht's! Gehen wir. Ich möchte mich einmal ganz kurz schon mal entschuldigen. Ich bin noch immer erkältet. Ich hoffe, es ist nicht mehr so schlimm zu hören. Aber wir machen jetzt weiter und es sollte soweit auch keine weiteren Zwischenfälle aufgrund meiner Krankheit geben. Ui, auch so ein paar Hirnschmalz. Ich kenne dieses Haus. Ich sollte hier mal einen Göttling rauswerfen. Du solltest? Er war harmlos. Ah, das Haus. Oh, ist noch unten? Die Passage ist hier, hinter dieser Wand. Na toll. Ein Elfentor. Da wären wir. Wenn wir reingehen, gibt es keine Rückkehr, bis wir Gels finden. Bereit? Ja, gehen wir. Denk dran, wo immer du auch landest, suche nach einem Ort, der diesem hier ähnelt. Früher oder später finden wir uns. Wir werden also getrennt? Möglicherweise. Leider habe ich nicht die Fähigkeiten deines Mündels. Cyrael ist die Herrin der Zeiten und Welten. Ich verfüge über dieses Geheimwissen nur in begrenztem Umfang. Es ist soweit. Auf geht's. Ich hasse Portale. Fand ich gut, mit zugehaltenen Augen. Ja, hatte was. Stylisch, würde ich sagen. Na schön, schauen wir mal, wo wir jetzt gleich landen werden. Ich bin definitiv gespannt. Schön hier. Und wir wurden nicht getrennt. Ja? Wo sind wir? Willkommen in der Wüste Didivet. Ist das hier noch unsere Welt? Hast du in deiner Welt schon mal solche Schluchten gesehen? Komm, wir müssen weiter. Da ist ein riesiger Planet. Was für ein Ort ist das hier? Eine sehr alte Welt, vollkommen verwüstet und zerstört. Gibt es hier noch Leben? Nur noch ein paar Wüstenkreaturen, die mehrere Monate ohne Wasser auskommen. Ach ja, und riesige Sandwürmer, tief unter uns im Boden. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht bemerken. Und früher? Gab es hier irgendwelche Menschen oder Elfen? Glaubst du etwa, dass die Zweibeiner die einzigen sind, die Welten zerstören? Also was hat hier gelebt? Intelligente Monster oder sowas? Schau dir diese Klippen an. Erinnern sie dich an was? Die sehen aus wie ein gewaltiges Flussbett. Oder wie ein Meeresboden. Meinst du etwa, hier haben mal Wasserkreaturen gelebt? Keine Kreaturen, aber es gab hier ein Meer. Und das heißt? Dass es viele verschiedene Welten gibt und noch mehr Lebensformen. Viele von ihnen sind intelligent. Eigentlich viel intelligenter als ihr Menschen. Aber wie es aussieht, hat sie das auch nicht davon abgehalten, alle Ressourcen ihrer Welt auszubeuten. Bis zum letzten. Ah, das Portal! Sieht eher wie eine Ruine aus. Der Schein kann oft trügen. Und? Worauf warten wir? Es muss sich erst öffnen. Sollte aber nicht mehr allzu lange dauern. Huch. Was ist los? Die Sandwürmer haben unsere Anwesenheit gespürt. Wunderbar. Ähm.
Oh, ein komischer Wurm. Aber lasse auch hier den Helm zu spielen. Es werden immer mehr. Wir können sie über alles. Sobald sich das Portal öffnet, wirst du hinter mir hinein. 3, 2, 1. Sehr gut. Auf den Punkt. Was für ein Glück. Schnell, spring rein. Ups. Das war ein Gequetsche. So, jetzt bin ich alleine. Aber schön hier. Hier gibt es auch keine Karte, okay? Da hinten. Hier ist sie. Diese Dämpfe sehen nicht gerade einladend aus. Verdammt, ich muss die Luft anhalten. Ja. Noch etwas länger und ich wäre erstickt. Fieses Zeug. Das Medaillon vibriert. Oh. Das muss ein Ort der Macht sein. Sogar hier? Krass. Ich sollte diese Schwaden meiden oder ganz schnell hindurchlaufen. Oh Gott. Oh Gott, da hat es mich sogar zum Husten gebracht. Na, geschafft. Komm dem Portal näher. Oh, ein riesiges Skelett. Okay. Dann wollen wir da mal durch. Ekelhafte Welt hier. Sonst geht's noch, oder? Na, wo landen wir jetzt? Sieht kalt aus. Ja. Oh, kalt. Schmilzt. Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde. Und ich muss diese nächste Passage schnell finden. Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Ja. Über das Schutzschild weggeratzt, das Ding.
Oh. Machen wir mal sowas wie ein Dorf oder so. Okay, da runter. Wow. Licht hier? Das muss irgendjemand entfacht haben. Mit etwas Glück war das ein gewisser launischer Elfenwissender. Der Schnee reicht bis an die Spitzen der Dächer. Wie lange dieser Schneesturm wohl schon andauert? Schon ein ganzes Weilchen habe ich das Pfeffer. Natürlich. Was sonst? Das hätte ich mir denken können. Na komm schon rein, Kleiner. Ihr seid die Hunde, die ich am wenigsten leiden kann. Gehen wir hier durchs Haus, gehen wir hier durchs Haus. Gehen wir hier durchs Haus. Aha. Weiß Bescheid, gehen wir durchs Haus. Überall, wo wir können, machen wir ein bisschen Feuer. Schauen wir in jedes Häuschen mal so ein bisschen rein. Oh. Hier ist viel Schnee drin. Wie hier drin sind, bin ich geschützt, verdammte Scheiße. Ich hab gar keine Zeit für euch, Hunde. Ich habe andere Sorgen. Ah, da ist er, oder? Hat ja eine Weile gedauert. Gab's unterwegs Probleme? Nein. Hab nur die Ausblicke genossen. Wo sind wir hier? Es fühlt sich an, als wäre ich hier schon gewesen. Das bist du auch. Du hast hier gegen Eredins Projektion gekämpft. Und davor hat Ciri hier gekämpft. Für dich. Was meinst du damit? Hast du dich jemals gefragt, wie du den Roten Reitern entkommen bist? Schon oft, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ciri hat dich gefunden. Sie hat gespürt, dass du in Gefahr warst. Sie hat dich aus den Klauen der Jagd befreit und in die Wälder bei Kaer Morhen geschickt. Hat Eredin sie deshalb verfolgt? Wegen mir? Warum hat sie noch nie etwas gesagt? Was hätte es denn geändert? Wo sind wir? In der Welt der Enelle? Nein. Das ist Tet-Dereat, die Endzeit. Die Welt, die von der weißen Kälte zerstört wurde. Leider erwartet uns dasselbe Schicksal, nur zu anderen Zeiten unserer Existenz. Das sagst du so ruhig. Eredin hat sich seinem Wissen um die Apokalypse ergeben. Jetzt regiert ihn die Angst.
Diesen Fehler werde ich nicht machen. Erklär mir das. Nicht hier, nicht jetzt. Giles zu finden erweist sich als ziemlich mühsam. Und ich weiß immer noch nicht, warum er so wichtig ist. Eredin ist anders als der König, den er getötet hat. Macht um der Macht willen interessiert ihn. Für Bürokratie fehlt ihm die Geduld. Die meiste Zeit verbringt er auf seinem Ross und führt die roten Reiter an. Was braucht er also in der Hauptstadt? Einen guten Vizekönig. Giles ist ein exzellenter Verwalter und ein noch besserer Planer. Er ist der gefährlichste unter den Enelle. Hat er irgendwelche Schwächen? Ja, er ist rechtschaffen. Ich hatte gehofft, wir würden nicht getrennt werden. Ich hatte dich gewarnt. Wohin hat deine Reise dich geführt? Durch eine Welt, deren Sonne gerade gestorben war. Ich habe die nächste Passage kaum rechtzeitig erreicht. Das Licht auf dem Gipfel, warst du das? Ich dachte, es würde dir den Weg weisen. Das ist doch der Sinn von Leuchttürmen, den Weg zu weisen. Hier scheint es mir auch nicht sicher zu sein. Gehen wir. Hier lang. Die nächste Passage. Wann wird sie sich öffnen? Bald. Ja, so wie zum Thema bald. Geehlt. Sein Palast. Endlich! Ist das Tirnalia? Der Palast des Erwachens. Einst der Mondpalast. Geels Hauptquartier. Ja, das ist wahrscheinlich mal elfisch schön hier gewesen. Als es noch nicht so verkommen war. Schöne Stadt. Freut mich, dass sie dir gefällt. Elfische Baukunst ist ein wenig anspruchsvoller als die eure. Ja, ist schön hier. Es gibt keinen Grund zu warten. Okay, gehen wir. Wer ist das? Und was wollen Sie hier? Ich glaube, wir sind für heute fertig, meine Tulpe. Sei so gut und lass uns allein. Ich denke doch, wir sind uns einig, dass dies eine Angelegenheit zwischen uns alleine ist. Kreivan Espane Eb Kaoman Macha und der Hexe aus Riva, Ketmil. Gefällt dir mein neues Modell? Sie hat was von Lara Dorren. Findest du nicht auch, Kreva? Ihre Größe vielleicht. Sonst nichts. Ah, ich habe einen wunden Punkt getroffen, wie ich sehe. Wechseln wir also das Thema, ja? Etwas zu trinken? Hast du Schnaps? Ach ja, ich vergesse immer wieder, dass ihr diesen schändlichen Schmutz nicht anrührt. Ich muss zugeben, dass es eine Überraschung ist, dich hier zu sehen, Hexer. Interessante Wahl der Verbündeten übrigens. Glaubst du, dass Avalach ehrlich mit dir ist? Nur aus Neugier. Ich glaube, auch unter den Enelle können manche anständig sein. Unwissenheit ist der Segen der Narren. Ich meine, einen Anflug von Ungeduld in euren Zügen zu erkennen. Was führt euch also her? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, wer unseren König getötet hat. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu erreichen. Dann wirst du wohl ähnlich großen Aufwand in die Vorbereitung dieser Lüge gesteckt haben. Du sollst die Wahrheit sehen. Du wirst sie träumen. Du hast einen Oneiromanten? Mein Eindruck war richtig.
Dies wird interessant. Darauf kannst du wetten. Hier entlang, bitte. Hexer Geralt, wahrhaftig ein Mann der Tat. Darf ich erfahren, wohin wir gehen? In die Welt der Enseide. Diesmal direkt. Gehen wir, bevor noch Wachen kommen. Wow. Oh mein Gott. Was ist das? Wow. Nicht schön, das Bild, nicht schön. Aber das ist wohl Kunst. Sehr abgefahrene Kunst für einen Elfen. Also da hätte ich mir etwas Eleganteres vorgestellt als Ergebnis. Aber man kann ja nicht alles haben. Künstlerisch hochbegabte Elfen gibt es also hier nicht. Beziehungsweise ist er keiner. Ladescreen, geh jetzt bitte vorbei. Das ist echt ein langer Ladescreen diesmal. Scheinen sie ja gleich einiges zu erwarten. Ah. Unseren Gast muss ich wohl nicht vorstellen. Sei gegrüßt, Cyrael. Es ist also wahr. Schwalbe und Fuchs sind Freunde geworden. Du kannst uns nicht gegeneinander ausspielen. Avalach hat dich erpresst, weißt du nicht mehr? Hat versucht, dich in das Bett unseres Königs zu zwingen. Hat deinen Körper behandelt wie eine Schweinehälfte. Ich erinnere mich. Aber ich weiß auch noch, was du Eredin geraten hast, mit mir zu machen, wenn er mich hat. Und ich weiß noch, was die Roten Reiter in Kaer Morhen getan haben. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Der versprochene Beweis. Wo ist er? Du wirst ihn sehen. In deinem Traum. Ach ja, die Oneiromantin. Visionen, die nicht erzeugt werden können. Willst du mir zeigen, wie Eredin unseren König ermordet hat? Und dann? Soll ich die Enelle gegen Eredin aufstacheln? Eine Revolution ausrufen und Avalach zum neuen König erklären? Du tust, was du willst. Wenn du dem Königsmörder weiter dienen willst, dann bitte. Ich wäre nicht mal überrascht. Ach, bitte. Möge euer Orakel Träume der letzten Momente meines Königs beschwören. Wir werden sie alle träumen, um Missverständnisse auszuschließen. Warum nicht? Und träumen wir gemeinsam. Ihr müsst ihm zu euren Bedingungen entgegentreten.
In dieser Welt, an einem Ort eurer Wahl. Das ist eure einzige Chance. Segelt nach Skellige und sucht den Sonnenstein. Damit ruft ihr die Nagelfahr herbei. Eredin wird dabei sein. Sollte er Verstärkung anfordern, wird kein NL reagieren. Du hast gerecht gehandelt. Es wird sich ein neues Portal nach Tirnalia öffnen. Ich werde es stabilisieren und du wirst zurückkehren. Komm mit mir. Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Stimmt. Und doch glaube ich, dass Gils sein Wort halten und Eredin nicht unterstützen wird. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mit Hilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten ihn. Einfach so? Eredin zu besiegen wird nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Such die Logenzauberinnen und komm zum Hafen, dann segeln wir nach Skellige. Ich war neugierig auf diese kleine Sache, die du klären musst. Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Hab ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Na klar. Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Fast da. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Was? Okay. Aber Ciri werden wir erst auf der Jagd nach... Was willst du denn von ihm? Ah. Okay, wir können speichern. Ja. Wir werden in der nächsten Folge erst sehen, was Ciri mit Hurensohn anstellen wird. Ich hoffe, die Folge heute hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Dann sehe ich, dass es euch gefällt. Und wir werden hier morgen weitermachen. Ich werde jetzt leider aufhören zu spielen. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Ciao.